Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Hier und heute sollte es mein versprochener abschließender Teil der Serie, ein erster Schritt aus der deutschen Bildungsmisere sein. Und Thema wäre gewesen, nachhaken, nachfragen, hinterfragen. Und was hinterfragt werden soll und muss, ist der Einfluss der drei Buchstabenorganisationen UNO und WEF auf unser deutsches Bildungswesen. Und dieser Einfluss ist kein guter. Das Thema ist insgesamt so wichtig, dass ich mich dann dazu durchgerungen habe, einen eigenständigen Beitrag zu machen. Und deswegen der andere Titel heute. Meine Damen und Herrschaften, wir haben es mit einem neuen Credo zu tun, ein neues Glaubensbekenntnis. Ja. Und das lautet Bildung für nachhaltige Entwicklung. Sie haben richtig gehört. Bildung für nachhaltige Entwicklung. Was für ein Quatsch. Wie verblödet müssen wir als Gesellschaft und unsere Politiker eigentlich sein, dass wir sowas überhaupt nur ernst nehmen, dass wir sowas überhaupt nur in Betracht ziehen. Bildung hat immer etwas mit dem Menschen zu tun. Es geht immer um menschliche Entwicklung, ja, zur Heranreifung eines eigenständigen, kritischen Wesens, was selbstbestimmt, ja, sein Leben führen kann und soll. Um das geht es. Und das haben die erfolgreichen Architekten, also die Architekten der erfolgreichen Bildungssysteme, auch immer im Sinn gehabt. Das, was da vorgeschlagen wird, das wird nicht erfolgreich sein. Und deswegen Rohrkrepierer, wie im Titel gesagt, gibt dem hier keine große Zukunft, diesem Konzept Bildung für nachhaltige Entwicklung. UNO und WEF habe ich genannt, das muss ich jetzt erklären. Die UNO hat die neuen 17 Gebote verfasst, die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die wir jetzt alle nachbeten müssen, the 17 Sustainability Goals. Ich glaube, besser wäre es, ja, obwohl ich hier nicht in einer Kirche bin, wenn man die 10 Gebote aus dem Alten Testament befolgt, da hat man mehr als von diesen 17 Sustainability Goals, aber nur diese Spitze am Rande. Also, die werden wir gleich sehen, was das ist, also was von denen zu halten ist. Und das WEF, ja, das WEF, diese große, mächtige Nichtregierungsorganisation, spielt sich ja als der Weltpolizist auf und drängt dann die Regierungen, dass diese Nachhaltigkeitsziele auch brav eingehalten werden sollen. Und das muss natürlich erstmal über die Köpfe gehen und deswegen über die Schulen und Universitäten. Ja, vielleicht etwas zu diesem edlen Verein WEF. Gucken wir uns doch mal die Buchstaben an. W für World, die Welt. Stehen Sie denn für diese Welt oder was ist denn dann für die diese Welt? Ja, diese Welt ist eine sehr künstliche Welt. Es ist letztendlich also die westliche internationale Hochfinanz mit ihren Ablegern. Der globale Süden ist hier nicht vertreten oder nur kaum. Der Osten, die Asiaten nehmen das nicht besonders ernst. Sie schicken dort kleine Delegationen hin, um zu gucken, was sie tun, welche Sau treiben sie gerade durchs Dorf, aber besonders ernst nehmen die Asiaten den Verein nicht. Mit Ökonomie, ja, dem nachhaltigen, ja, gesunden Wirtschaften zum Wohle aller hat es auch wenig zu tun, das ist meine Ansicht, ja, obwohl die genau das versprechen. Also auch eine Fehlbesetzung in den Buchstaben E. Ah, wie gesagt, sie treffen sich einmal im Jahr, ja, in Davos, ja, da wo es schön ist. Kommen so etwa 2000 Leute zusammen, ja, und man lässt sich dann vom Schweizer Staat beschützen. Komisch, komisch, die sind doch eigentlich so reich, die können doch für ihre Sicherheit selbst sorgen, aber man möchte natürlich also ganz perfide, ja, zeigen, wie mächtig das man ist, ja, und führt dann den Schweizer Staat und die Schweizer Gesellschaft vor. Ja, und damit sind wir beim letzten Buchstaben, dem F. Ist es denn ein wirkliches Forum? Tja, weiß ich nicht so recht. Ein Forum ist etwas, was vollständig öffentlich ist. Das ist für mich der Athener Marktplatz, wo jeder kommen kann, zuhören kann, auch was sagen kann. Nein, das ist hier, sind abgeschottete Kreise.
einer selbsternannten Elite, die eigentlich keine ist, ja, die da in Hinterzimmern ihre Sachen aushacken und dann partiell uns davon informieren. Moralisch hochstehend sind sie auch nicht, besonders diese Truppe. Wenn sie sich treffen, hat das horizontale Gewerbe Hochkonjunktur. Alle Escort-Services in der Schweiz sind ausgebucht und was ich gelesen habe, auch im süddeutschen Raum. Ja, man hat es gern gemütlich, ja, beim WEF. Also ich denke, insgesamt ist das ein absteigender Stern und Klaus Schwab wäre besser dran gelegen, oder so diesen Verein aufzulösen, bevor es ganz peinlich wird. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Kommen wir nun zu dem Einfluss auf die Schulen, insbesondere die Lehrpläne, aber auch die Universitäten. Über die Schulen sprechen wir jetzt hier gleich konkret. Kurz noch etwas zu den Universitäten. Ja, da hat Bildung für nachhaltige Entwicklung auch Einzug genommen in Form der Leitbilder der Universitäten. Sie haben richtig gehört. Universitäten brauchen heutzutage Leitbilder. Ja, früher wusste man, was eine Universität ist, klare Sache. Aber heute können sie ja kaum, weiß man nicht so genau, was es ist. Es ist ein Bildungscenter, ein bisschen besserer Bildungscenter. Was wird hier eigentlich gemacht? Sie machen eigentlich alle das Gleiche und mit Universität, also im klassischen Sinn, so wie ich das verstehe, haben sie wenig was zu tun. Und in diesen Leitbildern lesen sie dann eben also nachhaltige Entwicklung. Und dann werden Professoren eingestellt, die eben diese Credos nachbeten. Das ist natürlich klar, muss ja sein, ja. Wissenschaftlich von wegen, ja. Wie dem auch sei. Also an meiner Uni haben wir bereits zwei von diesen Nachhaltigkeitsprofessoren und noch drei weitere sollen demnächst kommen. Also ich sehe das äußerst, äußerst kritisch. Verlassen wir die Universitäten, kommen wir nun zu den Schulen. Und das, was ich Ihnen jetzt gleich vorstellen werde, ist der Orientierungsrahmen Globales Lernen, herausgegeben von unserer Bundesregierung in Personalunion mit der Kultusministerkonferenz. Dieser Orientierungsrahmen ist ein dickes Machwerk, glaube 460 Seiten mit vielen Teilausgaben für die Fächer und wir interessieren uns hier für die Teilausgabe im Fach Mathematik. Jetzt habe ich wirklich genug geredet, ich gebe den Bildschirm frei. Hier ist er nun, der Orientierungsrahmen für das globale, weltweite Lernen in der Teilausgabe Mathematik. Die muss natürlich auch ihren Beitrag leisten. Und dieser Rahmen, meine Damen und Herren, ist kein Rechteck. Nein, nein, er ist ein 17-Eck. Der kleine Carl Friedrich Gauß lässt grüßen und die 17 Ecken werden ausgemacht von den neuen 17 Sustainability Goals, unseren neuen Geboten der Vereinten Nationen. Und wir gucken uns mal die ersten vier an, ja. In Englisch, ja. No poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education. Zu Deutsch, keine Armut, kein Hunger, Gesundheit für alle, hochwertige Bildung für alle. Was ist das prinzipiell? Verlassen wir mal ein bisschen den vorgegebenen Rahmen und gucken es uns von der Vogelperspektive aus an. Es sind sogenannte invertierungsresistente Parolen, die von einer moralischen Hochebene aus, einem Moral High Ground, herausposaunt werden und alle Kritik, ja, also universell wegpolemisiert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich bin gegen, was? Sie sind nicht gegen die Bekämpfung von Armut? Ich bin natürlich für die Bekämpfung von Armut. Klar, du bist die Gute. Ja, und dieses heuchlerische Verhalten sehen Sie tagtäglich. Gucken Sie mal in so eine Talkshow ein. Talkshow im Fernsehen an. Ja, es ist kaum zu ertragen. Ja. Also, these hypocrites. Nun denn. Gucken wir das uns Ganze mal ein bisschen genauer an auf Korrelation und auf Inhalt. Quality Education, hochwertige Bildung, haben wir denn die in Deutschland? Na, nicht mehr so ganz. Ja, wir sind momentan also im Abstieg in die zweite Welt begriffen. Ja, und vielleicht sind wir schon da. Unsere Zertifikate haben in den letzten 25 Jahren ja, kontinuierlich an Wert verloren und was die schulischen Zertifikate und Zeugnisse betrifft, als auch ja, die universitären. Ja, viele von denen sind das Papier gar nicht mehr wert, auf dem sie gedruckt stehen. So, schaut es also nicht so gut aus. Naja, und was hat denn zum Beispiel also Wissen, also wenn Sie das
unter Quality Education verstandenes Wissen, ja, also gleichsetzen wollen, so wie ich das sehe, mit den anderen dreien zu tun. Ja, die Antwort ist sehr alt und ich habe da für Sie was rausgesucht, das ist 2500 Jahre alt. Konfuzius spricht: Gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben. Das ist das, auf was es ankommt, wirkliches, echtes Wissen zu vermitteln, mit dem man was anfangen kann, was ein selbstbestimmtes, eigenständiges Leben ermöglicht. Das ist was ganz anderes. Also 4 richtig gemacht impliziert 1, 2 und 3, also und sehr viele andere auch in dieser Liste. Ja? Und aus diesen 17 Zielen werden sehr schnell, also nur noch ein paar wenige, ja, wenn überhaupt. Nun denn, gucken wir uns diese tolle, bunte Liste doch ein bisschen genauer an. Welche Zahl ist für die Kabale ganz wichtig? Ja klar, ne? Die 13, ja? Climate Action, wir müssen was tun, ja. Der Planet geht unter. Ja. Kein führender Klimawissenschaftler glaubt das. Ja. Fragen Sie doch mal nach im Max-Planck-Institut, was die Ihnen sagen. Ja. Also dieser Fear-Porn wird vielleicht nur in Deutschland geteilt, ja. Vielleicht nur in ganz kleinen Teilen der westlichen Welt. Ich kann Ihnen sagen, ja, genauso wie 5 Gender Equality, das sind Themen, die innerhalb von einer Dekade verschwinden werden, an die sich kaum noch einer erinnern werden wird. Ja. Und der Grund ist ganz einfach. Ja. Das eine ist nicht, also mit dem gesunden Menschenverstand verträglich und das andere nicht mit den physikalischen Gesetzen. Und sie können auf Dauer, ja, dem nicht entgegenschwimmen. Insofern ist das Ganze hier überhaupt nicht nachhaltig. Gut. 5 Gender und 7 hat, was Deutschland betrifft, auch eine sehr interessante Beziehung. 7, affordable and clean energy, also bezahlbare und saubere Energie. Haben wir denn das? Nee, also die teuerste der Welt und besonders sauber ist sie momentan auch nicht, also sehr dreckig. Ja, ja, was wäre denn hier vielleicht ein Ausweg? Ja, vielleicht eine öffentliche Debatte über Kernkraft 4.0. Nur sehr wenige wissen, was darunter zu verstehen ist. Also die Kernkraft hat eben auch substanzielle Fortschritte gemacht. Es gibt sehr interessante neue Konzepte, die leider bei uns in der Öffentlichkeit nicht debattiert werden. Neue Reaktorform, die vielleicht vielversprechendster ist, der sogenannte Dual Fluid Reactor, und der wurde, ob Sie es glauben wollen oder nicht, in Deutschland ersonnen. Also, so ganz Mischugge sind wir noch nicht, aber er darf natürlich in Deutschland nicht entwickelt werden. Wo kommen wir denn da hin? Ja? Man musste dafür, halten Sie sich fest, nach Ruanda. In Ruanda wird also der Prototyp gebaut. Ja, was für eine Farce. Wir haben in Deutschland 180 Lehrstühle für Gender und 8 für Kernphysik. Ja. Wenn es nach mir gehen würde, dann hätten wir 50 Lehrstühle für Kernphysik und gar keine für Gender. Aber das ist meine persönliche Meinung. Die müssen Sie natürlich nicht teilen. Was ist hier noch? Nummer 16, Peace, Justice and Strong Institutions. Und schauen Sie sich das an, die Friedenstaube, die mit dem Hammer daherkommt. Meine Damen und Herren, mit dieser Art von Friedenstaube, ja, habe ich nichts zu tun. Ja, gar nichts. Also was ist von dieser Liste zu halten? Wenig bis nichts, aber sie ist das Mantra. Also danach tanzen sie alle. Gut, was fehlt in dieser Liste? Ganz klar, Science. Ja. Science fehlt. Und was fehlt noch? Ja, ein vernünftiges Geldsystem. Ja. Im Internet, auf YouTube gibt es da sehr interessante Debatten momentan von Leuten, die sich gut auskennen. Und ich habe hier auch mal mit Vertretern der österreichischen Schule privat gesprochen, sehr interessante Leute über die Geschichte unseres Geldsystems und wie man vielleicht ein besseres System aufbauen könnte. Ich glaube, da ist viel Luft nach oben und ich bedauere es zutiefst, dass solche relevanten Dinge ja in der Öffentlichkeit nicht debattiert werden. Ja. Zentralbankgeld. Zentralbanken haben alle versagt, meine Damen und Herren, ja, durch die Bank. Ja. Nicht nur die westlichen, auch der chinesische Yuan, auch die russische. Es schaut hier nicht gut aus. Und wir brauchen aus meiner Sicht ein Geld für die Menschen, was ihnen die Souveränität zurückgibt. Und der Staat kann es anscheinend nicht leisten. Und man muss sich jetzt mal Gedanken machen, ob man vielleicht ein anderes Geldsystem haben könnte oder zumindest partiell. Ja, was das Zentralbankensystem zumindest insoweit korrigiert, ja, damit es nicht diese horrenden Wertverluste aufzeitigt, wie es jetzt tut. So,
Gucken wir uns an, wer dieses Dokument gezeichnet hat. Links unten Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Sie sehen noch ganz dünn das Schwarz-Rot-Gold. Das haben sie sich noch erlaubt. Ja. Und links der Bundesadler, der Seeadler, ein gerupftes Huhn wäre hier vielleicht das bessere Symbol gewesen. Und ein Ministerium, was ein Dokument von dieser Qualität zeichnet, muss sich wirklich die Existenzfrage in der Öffentlichkeit gefallen lassen. Ebenso diese KMK rechts unten, diese aufgeblasene Kultusministerkonferenz, ein administrativ überbordendes Konstrukt, was also aus vielen Arbeitskreisen besteht, die zu keinen Ergebnissen kommen. Und die letzten Empfehlungen zum Lehrermangel waren dermaßen lächerlich, ja, dass die öffentliche Kritik eigentlich hätte fordern müssen, dass die geschlossen zurücktreten. Wie dem auch sei, diese Kultusministerkonferenz ist etwas, was man nicht braucht aus meiner Sicht oder nur rudimentär für die aller wesentlichsten Rahmenbedingungen. Und eines, was diese Leute vielleicht mal durchsetzen sollten, ist Transparenz, und zwar zwischen den Ländern. Und das nimmt sich dann so aus, dass alle staatlichen Prüfungen für Haupt-, Real-, Gymnasium und so weiter in allen Fächern öffentlich gemacht werden, für jedermann zugänglich gemacht werden, ja, mit den staatlichen Musterlösungen. Ja. Und damit wird sich eine öffentliche Debatte entzünden, auch unter der Lehrerschaft. Und dann werden sich die Dinge von selbst regeln. Man muss erst mal wissen, was sind denn die Standards, was ist denn woanders los, und versuchen Sie mal, das herauszufinden. Können Sie zwar machen, aber dann müssen Sie für jedes Land und für jedes Fach, ja, ein teures Büchlein kaufen, sei es vom Starkverlag oder sonst wo. Nein, diese Dinge, die müssen transparent sein, und die Öffentlichkeit hat ein Recht, das zu wissen in Deutschland, auch was in anderen Ländern vor sich geht. Ja? Gut. Das hier mein Vorschlag zu dem, jetzt zu der prinzipiellen Struktur dieser Dokumente. Diese Teilausgaben der Fächer bestehen aus zwei Teilen. Ein erster allgemeiner Teil, der ist etwa 20 Seiten lang und der ist für alle Fächer gleich. Und dann kommt ein fachspezifischer Teil. Ich spreche zuerst über diesen allgemeinen Teil. Und es das heißt ja so schön, ja, ein Bild ist mehr wert als 1000 Worte. Und ich werde jetzt hier drei Grafiken aus diesem ersten Teil herausnehmen und mit Ihnen besprechen. Kommen wir nun zu unserer ersten Grafik, Abbildung 1, das Modell der nachhaltigen Entwicklung. Unzweideutig, es geht hier um den ganzen Globus, es ist rund. Die Andeutungen sind hier unmissverständlich. Auch das Wort Welt trifft man hier mehrfach an. In Gerechtigkeit weltweit, Umwelt. Gerechtigkeit auch ein wichtiges Wort. Zentral wird diese Welt gesteuert von vier unumstößlichen Fixsternen, Wirtschaft, Soziales, Umwelt, Politik, markiert durch Würfel, platonische Körper. Sind es wirklich die vier Dinge, die die Welt bestimmen oder auch die Nachhaltigkeit bestimmen werden? Ich denke, nein. Wer steuert denn zum Beispiel das WEF? Es sind die Banken. Und was implementieren die? Implementieren das ESG, Environmental Social Governance. Das heißt, die Kreditvergabe wird ja an die Nachhaltigkeitsziele gekoppelt. Die wirklichen Player sehen Sie nie, die bleiben immer versteckt. Das ist das Erste, was Sie wissen müssen. Also dieses Diagramm ist zumindest mal unvollständig. Ja? Nun denn, das soll es also sein, also die vier Dinger verbunden durch Kanten, und in dem Neusprech der Entwickler dieser Diagramme entspricht jede Kante einem soziokulturellen Kontext. Und sieh an, in der Mitte, die Diagonalen kreuzen sich in dem soziokulturellen Kontext der Kultur. Die Kultur als die Kreuzung. Interessant, ja. Zufall. Wahrscheinlich. Ich habe mir dann Gedanken gemacht, ist das Bild jetzt hier die Draufsicht auf eine quadratische Pyramide mit Kultur an der Spitze? Oder ist es doch nur eine ganz profane ebene Kreuzung? Oder ist die Kultur eher im Keller, eine umgedrehte Pyramide? Nun denn, entscheiden Sie für sich selbst. Die Welt, ja. Was ist denn die Welt überhaupt?
Haben sich mal Gedanken drüber gemacht? Nein, es ist nicht der Planet. Die Philosophen, die machen sich Gedanken über die Welt. Und als Student habe ich ein paar Philosophen gelesen. Der Wittgenstein hat es mir irgendwie angetan mit dem Tractatus. Und der erste Satz lautete da: Die Welt ist alles, was der Fall ist. Ja, habe ich nicht verstanden, aber ich war trotzdem fasziniert und ich glaube, ich habe den Tractatus mindestens zwei, wenn nicht dreimal gelesen, habe aber immer noch nichts verstanden. 10 Jahre später hatte ich dann eine Art Erleuchtungsprozess, ein sogenanntes Satori. Und dann bin ich in Gelächter ausgebrochen. Und fortan war dieser erste Satz in Wittgenstein für mich der größte Witz der Philosophie. Weshalb, das verrate ich Ihnen nicht, es ist meine persönliche Interpretation. Die Welt, so, diese Welt, die hier dargestellt wird, ist die künstliche, die artifizielle Welt. Die hat vielleicht etwas damit zu tun mit dem artifiziellen Zeitgeist, ja, der von Thinktanks, Spin Doctors, ja, Social Engineers, ja, kreiert wird und das sie für die Welt halten sollen. Aber das ist nicht die wirkliche Welt. Bestenfalls, wie gesagt, spiegelt es einen artifiziellen Zeitgeist wider und der ist wieder ganz verschieden von der wirklichen Zeitqualität. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die tatsächliche Zeitqualität momentan eine ganz andere ist als der Zeitgeist, der uns vorgespielt wird. Gut, zudem. Haben Sie vielleicht die Welt etwas bereist? Haben Sie vielleicht mal in verschiedenen Ländern gelebt und gearbeitet? Vielleicht auch mal ein sehr großes Land besucht, wie Indien und China mit sehr, sehr vielen Menschen? Dann bekommen Sie eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Haben Sie vielleicht auch mal eine andere, wirkliche alte Kultur gesehen, wie zum Beispiel Japan? Dann bekommen Sie noch mal eine andere Sicht auf die Dinge. Und für mich als Betrachter von dem, mir kommt dieses Kreuz als Kreuz naiv vor, maximal realitätsfern. Es hat nichts, ja, wirklich auch gar nichts, ja, mit der tatsächlichen, wirklichen Welt zu tun. Nun denn, kommen wir zum zweiten Diagramm. Wusste ich nicht, wie Handlungen entstehen? Ja? Das Kompetenzmodell der OECD. Handlungen entstehen aus Kompetenzen. Ich dachte immer, Handlungen entstehen aus gefassten Entschlüssen, aus Wille, aus Determination. Nee. Handlungen entstehen aus Kompetenzen und Kompetenzen sind ein Zopf aus drei Strängen: Wissen, Fähigkeiten, Haltungen und Werte. Wissen in Grau ganz oben, der erste Strang, fächert sich auf in disziplinäres, interdisziplinäres, praktisches Wissen. Fähigkeiten in Blau, kognitiv und metakognitiv, sozial und emotional, körperlich und praktisch. Brauche ich das alles? Für spezifische Handlungen brauche ich in der Regel ganz, ganz wenig. Und von dem dritten brauche ich nahezu gar nichts, ja, für meine Handlungen, Haltung und Werte. Kommt sehr selten vor. Ja. Haltungen und Werte hier in Unreifgrün, auch nicht weiter aufgefächert, nicht spezifiziert, hat vielleicht auch einen Grund. Die Haltung, die hier eingefordert wird, ist gebückt. Und die Werte nihilistisch. Man muss schon sehr konformistisch sein, um dem Ganzen hier einen Sinn abgewinnen zu können. Leute, das hier ist Mindfuck. Total Mindfuck. Und das von der sakrosankten heiligen OECD, die die unumstößliche Wahrheit in unseren Schulbüchern darstellen soll. In jedem Erdkundebuch, in jedem Biologiebuch und in vielen anderen Büchern mittlerweile auch. Bitte, bitte sehen Sie die OECD kritisch. Die hat uns auch PISA gebracht und gucken Sie sich die Vertreter aus Deutschland in dieser OECD an. Sind das ehrenhafte Menschen? Stellen Sie sich die Frage, finden Sie heraus, wer das ist. Und dann bekommen Sie vielleicht einen ganz anderen Blick auf diese angeblich sakrosankte Organisation. Zum Schluss ein Wimmelbild, ein Puppenhaus, so wie die Schule der Zukunft sein soll. Wo ist es denn? Ach, hier sind wir. Gut. Geht noch ein bisschen nach unten. Das lange Schild brauchen wir vielleicht nicht. Wir gucken uns an. Es gibt hier wirklich viel zu entdecken. Wo steht denn hier viel Text? Zweites Stockwerk von oben, rechts, die Toilette. Und hier wäre ganz wichtig, ich zitiere, Toilettenpapier aus recyceltem Abfall, umweltfreundliches Reinigungsmaterial. Das ist also wichtig für Schule. So, so. Naja,
Papierherstellung braucht viel Wasser und vielleicht wäre ein interkulturelles Studium hier vielleicht etwas angebracht, ja, in andere Kulturen, wo man sich den Hintern mit Wasser auswäscht, ja, wäre doch vielleicht etwas, um Papier und Wasser einzusparen. Naja, was ist denn hier noch zentral? Ja, das ist das sogenannte selbstorganisierte, schülerzentrierte, kooperative Lernen. Da haben wir drei Klassenzimmer. Zweites von oben links und in der Mitte. Drittes von oben links. Der schülerzentrierte Unterricht versus dem lehrerzentrierten Unterricht hat sehr geringe Effektstärken, führt kaum zu Lernzuwächsen bei denen, die wirklich lernbegierig sind. Also ist sehr ineffizient. Erzählen Sie mal so etwas, also einem Ausbildungsleiter im Handwerk oder einer Ausbildungswerkstatt in einem größeren Betrieb. Ja, der lacht Sie aus. Also das klappt nicht, ja, hat noch nie geklappt in der Menschheitsgeschichte und wird auch nicht klappen. Und das soll das Modell der Zukunft sein. Es kommt mal alles sehr infantil vor. Hier sehen wir musizierende Kinder, aber draußen soll ein Spielplatz sein oder so, also für Kindergartenkinder. Sollen jetzt die, die vorher Cello gespielt haben, hinterher auf der Wippe hüpfen oder durch die Röhre rutschen? Weiß ich nicht. Also passt nicht zusammen, aber vielleicht ist das hier eine Generationenschule und die Schulkonferenz trifft Grundsatzentscheidungen. Tja, man kann den Bock zum Gärtner machen. Es soll alles im naturnahen Bereich sein, Gewächshäuser und so weiter. Vielleicht muss man die Leute mal darauf hinweisen, dass wir halt eben auch urbane Zentren haben und dass viele Schulen so etwa, für viele Schulen, also das einfach gar nicht möglich ist. Und dann hier weiter aus Wolkenkuckucksheim, was hier alles so wichtig sein soll, ist gesicherter Fahrradunterstand, eine Fahrradwerkstatt, ein einladender, gut ausgeschilderter Eingang, das wäre ganz wichtig. Mülltrennung, das ist eine Sache für den Hausmeister, nichts für die Schule. Wandbilder. Diese Sachen sind nicht mal sekundär wichtig, bestenfalls tertiär wichtig. Was wesentlich ist für Schulen, gut ausgebildete Lehrkräfte, das spielt hier keine Rolle mehr, denn die Lehrer schauen ja eh nur zu. Gucken Sie es an. Ja? Selbstorganisierter Unterricht, die Lehrerin sitzt. Ja? Zweites von oben, ja, links. Gut. Dieses Puppenhaus ist eigentlich mehr ein Irrenhaus und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in einer solchen Schule irre geworden wäre. Für mich wäre das nichts gewesen und ich wünsche das auch keinem Kind und ich würde auch keine Kinder in so eine Art von Schule schicken und wir müssen hier zudem ein ganz klares Nein aussprechen. Und es schockiert umso mehr, dass so etwas von einem Ministerium herausgegeben wird und das als eine offizielle Zukunftsvision angesehen wird. Es ist eigentlich skandalös. Ich gucke auf die Uhr. Die Zeit ist schon weit fortgeschritten. Die 25-Minuten-Marke haben wir, glaube ich, gerissen. Zur Mathematik werden wir nicht mehr kommen. Ich mache hier einen Schnitt und vertröste Sie auf einen zweiten Teil. Bildung für nachhaltige Entwicklung oder Mathematik für nachhaltige Entwicklung. Das soll es gewesen sein für heute. Tschüss, bis bald und auf Wiedersehen.